Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der 100er Karte mit British Madras. Wir haben Tag 21 und stehen auf dem ersten Rang mit 252 Siegpunkten. Und Ostindien, die machen jetzt so langsam weiter. Sie haben jetzt einen großen Teil von China erobert und jetzt auch schon Australien. Das heißt, sie kommen dem ersten Platz immer näher. Aber bei uns geht es jetzt auch weiter. Wir haben jetzt sozusagen der Afrika-Koalition den Krieg erklärt. Wir sind gelandet mit unserer Hauptarmee. Sorry, dass ich die Landung nicht zeigen konnte. Ich konnte nicht aufnehmen über die letzten Tage. Jetzt geht's aber. Ich habe die größten Armeen vor allem von Obervolta und von British Ostafrika zum Rückzug gezwungen. Sie haben sich jetzt hier zurückgezogen. Die Armee von Republik Obervolta ist hier in der Hauptstadt von British Ägypten. Und die Hauptarmee von British Ostafrika geht einfach weg und lässt uns die Hauptstadt hier. Das ist sehr nett und die ganzen Produktionsgebiete, die gehören uns dann auch bald. Ich bin noch am Überlegen, hier für den Süden eine Armee zusammenzustellen. Das machen wir auch mal direkt. Ich würde sagen, da bräuchten wir die schnellen Panzerwägen. Vielleicht so 5 oder 100 Infanterie oder sowas. Glaube, oder eigentlich brauchen wir gar nicht so viel. Machen wir das mal so. Und die gehen dann in den Süden. Und ja, machen dann hier den Kram. Und wir versuchen dann mal mit dieser größeren Armee das da zu stellen. Mal schauen, ob es funktioniert. Außerdem haben wir jetzt auch Russisch-Jakutien auf unserer Seite so richtig jetzt auch an einer Front zusammen. Sie schicken alles, was sie haben, zu uns und sind jetzt auch schon über diesen Kanal hier in Bursudan gelandet und gehen jetzt auch weiter und werden dann auch bald hier eintreffen in dieser ja ziemlich großen Provinz, die auch strategisch wichtig sein wird. Die werden wir dann vielleicht hochziehen oder sofort weitergehen. Das Wichtigste ist jetzt einfach, dass wir erstmal diese ganzen Player, die neben uns sind, super schnell ausschalten. Die Hauptstadt muss sehr schnell weg. Wir haben noch 2 Stunden und 30 Minuten. Vielleicht könnten wir mit einem Panzerwagen im Gewaltmarsch das machen. 2 Stunden 19 Minuten, okay. Da müssen wir mal gucken, ob die Artis schießen. Wenn sie schießen, ja, dann hat der Panzerwagen ein Problem. Wenn sie nicht schießen, dann kriegen wir die Hauptstadt noch vor dem Tageswechsel und können damit diese ganzen neuen Gebiete moralisieren. Das wäre wirklich richtig gut. Hier kommt jetzt auch schon mal ein bisschen Nachschub. Ich denke mal, der Nachschub kann direkt hier hin, damit wir dann mit diesem schweren Panzer und der perfekt moralisierten Infanterie nach links gehen und dann hier einmal, ja, sozusagen Afrika in die Hälfte schneiden und dann mit der Hilfe von Deutsch-Namibia und Angola dann hier diesen Kram einnehmen. Die werden Dritter, glaube ich, das haben sie schon gesagt. Und wir haben hier auch die Amerika-Koalition, nämlich JL, und die wollen freiwillig, ja, Zweiter werden. Ich hätte das nicht gedacht, die sind nämlich eigentlich stark genug, um gegen uns zu kämpfen. Naja, okay, die sind eigentlich doch nicht so stark, aber zumindest Ontario ist ja riesig. Die könnten es schon mit uns aufnehmen, wollen sie aber anscheinend nicht. Ja gut, kann ich verstehen, aber muss ich jetzt auch, glaube ich, nicht hinterfragen. Sie werden Zweiter und dann passt das für mich auch, da wir dann ja garantiert Erster werden. Wir haben auch hier eine gute Ausgangslage. Denn Norwegen scheint gegen Marokko zu verlieren, aber Russisch-Jakutien hat mir schon näher gebracht, dass Marokko doch an einem Beitritt interessiert wäre. Also ist das hier eigentlich egal, wer verliert oder gewinnt. Wir unterstützen gar keinen und der Gewinner am Ende, der tritt uns dann bei. Hoffentlich, vielleicht ist das auch nur ein Bluff von Französisch-Marokko. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt zusammen, also ich und Russisch-Jakutien, wenn wir zusammen Afrika schnell ausschalten, dann wird Marokko auch sehr schnell Probleme bekommen, weil sie ja erstmal gegen Baffin kämpfen müssten. Sie kämpfen gerade gegen Norwegen und natürlich müssten sie dann gegen uns auch kämpfen. Und ich glaube, irgendwann würden sie dann halt kollabieren, wenn sie einfach gegen viele Nationen gleichzeitig kämpfen. Daher ist es jetzt einfach enorm wichtig, dass wir jetzt die Allies von Französisch-Marokko zumindest stark schwächen oder sogar besiegen. Ich denke mal, Britisch-Ostafrika und Britisch-Ägypten wird sehr schnell gehen. Da sind die Hauptstädte ja schon bald weg oder sogar vor dem Tageswechsel teilweise hier weg. Also werden wir hier sehr schnell sein. Die Produktion im eigenen Land läuft einigermaßen gut. Wir haben jetzt seit langem nicht mehr so richtig Artis oder so produziert. Wir machen jetzt eigentlich nur noch Lufteinheiten, zum Beispiel Bomber. Da baue ich jetzt mal auch wieder einen neuen. Kasernen haben wir inaktiv gemacht, denn wir hatten lange Zeit Nahrungsprobleme. Auch wegen den ganzen Provinzen hier, die schlecht moralisiert sind.
die ziehen Nahrung, produzieren aber dann, selbst wenn es eine doppelte Provinz ist, nicht so viel. Jetzt geht's wieder, weil vor allem diese doppelte Getreideprovinz konnte moralisiert werden. Die ist jetzt schon auf 74% Moral. Also ja, ist es eigentlich nicht mehr ein so großes Ding. Deswegen könnten wir auch mal überlegen, die Kasernen wieder anzuschmeißen. Aber eigentlich brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel Truppen. Ich denke, dass das jetzt schon der entscheidende Kampf in dieser Runde ist. Und wenn wir den gewinnen, dann werden wir auch, glaube ich, diese Runde sehr leicht gewinnen können. Wir haben einfach große Allies neben uns und ich glaube, der Sieg, der ist jetzt schon fast entschieden. Das Einzige, was noch schief gehen könnte, ist, dass Marokko jetzt mit diesem riesen Stack aus Schlachtschiffen und Kreuzern, wenn die damit jetzt hier angreifen und dann hier auch teilweise landen, sie könnten halt wirklich richtig viel Schaden machen damit, weil sie auch hier lang fahren können, sie könnten auf unsere Bomber schießen, da müssen wir dann schnell abhauen und das mitbekommen. Sie könnten die Versorgung hier abcutten, sodass wir Afrika nicht versorgen können. Aber anscheinend ist französisch Marokko eingeweiht von russischer Kuzien und wird uns dann wahrscheinlich beitreten. Ich kann mir es nicht anders erklären, dass französisch Marokko sich anscheinend hier sogar zurückzieht mit ihrem großen Marine-Stack. Also ich denke mal, die werden uns später beitreten und damit werden wir dann auch die Runde sehr wahrscheinlich gewinnen. Und sonst gibt es gar nicht großartig viel zu sagen. Wir rücken hier vor in Afrika und es läuft ziemlich gut. Wir haben jetzt auch schon hier eine richtig große Armee zusammengestellt. Schwere Panzer sind unterwegs, schon einer ist hier drin und aber die anderen kommen auch noch. Und ich dachte, hier oben ist auch noch einer produziert, da habe ich mich vertan. Aber ich denke mal, demnächst müsste auch ein neuer kommen. Ich weiß gar nicht, wo der produziert wird, aber irgendwo hier, achso, das war der schon, in 9 Stunden ist dann der nächste da. Dann haben wir schon 3 schwere Panzer und auf einer 100er Karte sind 3 schwere Panzer schon wirklich eine Menge. Also in dem Sinne würde ich sagen, es läuft hier wirklich sehr gut. Unsere Allies machen das auch ganz gut. Ich kann ja nochmal vor dem Videoende schauen, was sie denn genau jetzt noch machen, denn ich glaube, sie haben gar nicht mehr so viel zu tun. Es sieht ein bisschen so aus, als würden sie sich jetzt hier auf ihre Provinzen draufsetzen und sagen, okay, die verteidigen wir, wirklich mehr einnehmen tun wir nicht. Das ist jetzt auch okay, die haben genügend Siegpunkte für die Koalition beigetragen und hätten sich dann auch durch die Aktivität, vor allem von Niederländisch-Neuguinea und Niederländisch-Ostindien, die hätten das beide sich wirklich sehr verdient, die Runde dann auch zu gewinnen und so wird das auch passieren. Sie bauen einfach vorsichtshalber ein Speernetz. Falls die Amerika-Koalition sagt, okay, wir sind doch nicht so klein, wir greifen an. Aber ich denke mal, sie werden dabei bleiben. 2. Platz freiwillig. Wir unterschreiben das natürlich, ja, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Wir finden das richtig gut. Und in dem Sinne würde ich sagen, der 1. Platz ist wirklich sehr wahrscheinlich. Diese Runde ging sehr schnell und sie war auch im Endeffekt eigentlich sehr leicht. Das Early Game war ein bisschen tricky, weil wir da ja gegen mehrere gleichzeitig gekämpft haben. Wir hatten halt ein bisschen Glück, finde ich, dass wir hier so nicht angegriffen wurden. Das war dann schon wirklich, wo man sagt, okay, wenn sie uns jetzt angegriffen hätten, also vor allem diese Nation, ich weiß gar nicht mal, wie die heißt. Ich glaube, das war, der Name fällt mir gerade nicht ein von dieser Nation, ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Wenn die uns hier angegriffen hätten, dann hätten wir es, glaube ich, nicht verteidigen können, weil wir haben ja auch gleichzeitig gegen Pakistan gekämpft. Waren dann mit allem, was wir haben hier, haben dann auch Xinjiang komplett eingenommen. Wenn man uns da dann angegriffen hätte, vor allem hier so, hier im Indischen Ozean, oder wenn man das hier gemacht hätte, dann hätten wir ein richtiges Problem bekommen. Die Angriffe kamen nicht, es war alles zu langsam, deswegen kam dann russischer Kuzien, hat dann hier alles aufgeräumt und von unten kam dann Ostindien und hat da alles aufgeräumt. Und dadurch hatten wir dann einen freien Rücken, konnten alles an die Grenze schicken und haben dann auch tatsächlich knapp 7 Tage gewartet. Wir standen wirklich 7 Tage mit diesen ganzen Gebieten hier, haben uns auf eine Landung von denen vorbereitet, die kam aber nie und dann haben wir uns gedacht, okay, dann greifen wir jetzt halt selber an. Wir haben über die Nacht rüber geschifft, konnten ja auch hier landen und innerhalb eines Tages wirklich unfassbar viel einnehmen. Das ist sehr gut und es geht ja noch weiter. In dem Sinne würde ich also sagen, es sieht ganz gut aus. Ich sehe auch gerade, die Armee von Republik Obervolta wurde aufgedeckt. Das ist einiges und wenn die jetzt hier lang gehen, dann könnte das nochmal schwierig werden. Vielleicht müsste man dann Russisch-Jakutien sagen, dass sie einmal nach unten gehen und dann diese Armee versuchen zu stellen. Ich glaube, das wäre das Richtige. Jetzt würde ich aber sagen, das war's mit dieser Folge und den Rest seht ihr dann in der nächsten Folge.